Hallo liebe Hungrige, anerkannterweise ist der Fisch nicht nur gesund, sondern auch sehr lecker. Und diese indisch, eigentlich bengalisch-stämmige Variante ist besonders köstlich. Und dafür brauchen wir natürlich Fisch, ohne den geht's ja nicht. Ich verwende Schlangenkopffisch, aber auch Zander oder auch jede andere festkochende Fischart eignet sich. Wir brauchen eine große oder zwei kleine Zwiebeln, eine Tomate, Knoblauchzehen, frischen Koriander, eine Alternative wäre glatte Petersilie. An Gewürzen brauchen wir Salz, gemahlenen Kreuzkümmel, Kurkuma, Senfkörner und wir brauchen eine Chilischote, rot oder grün, ganz nach Geschmack. Und wir benötigen Senföl, gibt's aber eher selten und wenn, dann meistens mit dem Vermerk nur für den äußerlichen Gebrauch geeignet, können wir aber ganz einfach auch selbst zubereiten, nämlich in Kombination von einem geschmacksneutralen Öl und Senfpulver bzw. zerstoßenen Senfkörnern. Also ein bisschen Öl in ein Glas oder eine Schüssel geben, dann Senfpulver und oder zerstoßene Senfkörner dazufügen und alles miteinander verrühren. Danach erledigen wir noch ein paar Vorbereitungsarbeiten, den Fisch von Gräten und Haut befreien und in mundgerechte Stücke schneiden. Die Zwiebel wird geschält und grob in Stücke zerteilt. Auch die Tomate muss nur halbiert werden und ebenso die geschälten Knoblauchzehen. Denn Tomate, Zwiebel und Knoblauchzehe geben wir jetzt in eine Schüssel, ebenso die Chilischote. Diese haben wir vorher entkernt und auch ein bisschen zerschnitten. Wer es schärfer möchte, kann natürlich die Kanne auch mit dazugeben. Wir geben die Senfkörner dazu. Na hoppla, ein Ausreißer. Ja, so weit kommt's doch. Wir ergänzen mit Salz, geben Kurkuma dazu und außerdem auch noch Kreuzkümmel. Und nun wird alles püriert. Deswegen reicht es eben auch aus, Tomate, Zwiebel und Knoblauch nicht unbedingt sehr klein zu schneiden. Das erledigt ja jetzt alles der Pürierstab. Am Ende brauchen wir auf jeden Fall eine Art Paste. Nun geben wir das Senföl in eine Pfanne, erhitzen es und zwar bei ganz hoher Temperatur. Es soll also wirklich richtig heiß sein und da hinein geben wir dann die Fischstücke und diese werden nun bei weiterhin hoher Temperatur rundherum angebraten. Die Stücke immer mal wenden dabei. Sind sie dann ringsherum angebraten, nehmen wir sie aus der Pfanne heraus und geben sie auf Küchenpapier, damit das Fett abtropfen kann. Zum in der Pfanne verbliebenen Bratfett geben wir nun die vorher zubereitete Gewürzpaste, rühren mal durch, erhitzen sie, decken dann die Pfanne ab und lassen die Paste so für 2-3 Minuten kochen. Danach den Deckel abnehmen und jetzt kommen die Fischstücke wieder mit in die Pfanne, die Temperatur weiter hochhalten und die Fischstücke jetzt mehrfach wenden. Sie sollen also ringsherum von der Gewürzpaste ummantelt sein. Ich mache das mal im Eiltempo. Und jetzt gießen wir heißes Wasser hinzu, verrühren alles, ihr müsst vorsichtig, die Fischstücke sollen uns ja erhalten bleiben, die Temperatur nun verringern, die Pfanne wieder abdecken und alles so für 7 bis 10 Minuten köcheln bzw. ziehen lassen. Und damit ist unser Fischcurry fertig, wir nehmen es vom Herd, schnell noch ein bisschen vom Koriander kleinschneiden, wie gesagt alternativ Petersilie und davon geben wir nun über unser Fischcurry. Und als Beilage, natürlich eignet sich zum Beispiel Zitronenreis, aber auch Pita oder Naanbrot, aber eben auch Pommes frites. Frevel werden die einen vielleicht sagen, aber denkt mal an Fish and Chips. Ich fand es jedenfalls auch in dieser Kombination richtig lecker. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls ihr allerdings lieber eine wärmende Suppe kochen möchtet und es als Dessert leckere Muffins geben soll, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.